Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Und ich nehme das gerade mitten in der Nacht auf. Wir haben es gerade 22.58 Uhr. Digga, meine Ohren tun weh, weil das Spiel so laut ist in meinen Kopfhörern. Das spielt immer so ein halbes Orchester hier. Naja, und ist überbelichtet. Ist scheiß. Und ja, wir müssen hier mit irgendjemandem reden. Zavala! Hüter. Moin. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es scheint, als wüsste ich jeden Tag weniger. Aber deshalb bin ich nicht hier. Die Vorhut hat Eremis beobachtet und ich habe wichtige Informationen für dich. Du hast Eremis Pläne eindeutig gestört. Späher der Vorhut berichten, sie sei ins Kosmodrom geflohen. Vielleicht, um die Verstecke vom Haus der Teufel zu plündern. Ihr Plan ist unklar, aber ich glaube, sie ist verzweifelt. Begib dich zur Erde, finde heraus, was ihr nächster Zug ist. Und Hüter, ich verstehe, was du tust. Du bekämpfst Feuer mit Feuer. Aber die Dunkelheit ist uns nicht wohlgesonnen. Die Dunkelheit hat den Untergang hervorgerufen. Und sie will es erneut tun. Lass nicht zu, dass sie dich vom Licht abbringt. Die Stadt braucht dich. Ich brauche dich. Also, tu, was du tun musst, zum Wohle der Menschheit. Aber vergiss dabei nicht, wer du bist. Bleib mal gechillt. Ich bin jetzt nicht der letzte Hüter. Das ist nicht wie bei Star Wars. So, sprich mit Shaw Horn. Nein, nicht wieder mit dem Deppen. Oh, nee. Aber erstmal möchte ich euch hier mal mein Loadout wieder zeigen. Ich spiele nämlich, ich gehe einfach mal durch die Waffen. Nehme mir nicht die Pistole, sondern die Huckleberry. Kills laden einen Teil des Magazins nach. Das ist halt die Besonderheit an der Huckleberry. Dann Lephobie. Also es ist auf jeden Fall wieder nicht kompliziert. Und warum wird das hier nicht geladen? Egal. Hat ruhige Hand, Oberhand, Rache des Drachens. Und ja, also hat das Perk hier, Rache des Drachens. Ist ja auch eine Raid-Waffe. Aber man bekommt ja eh die ganzen Waffen von Forsaken in der neuen Season geschenkt. Und dann nochmal Galantes Feuer kriegt man einfach, wenn man eine Playlist auf maximalen Rang macht, dann bekommt man dieses Schwert, hat unablässiges Treffer, Reibungsfern, Rechtfertigung der Vorhut und ihr könnt als Spezialangriff schießt ihr so eine Kugel. Und das ist halt dann besser als diesen Schwertangriff. Gut, dann ab zum Kosmodrom. Wir sehen uns dort. Ach übrigens, ich bin einem Clan beigetreten. Das wollte ich nur auch mal sagen. Also kann sein, dass ich nach Beyond Light, also nach der Story, vielleicht einen Raid mache. Ich weiß es aber nicht, weil ich habe so ein bisschen Angst. Vielleicht mache ich das in Livestream-Form oder Videoform, aber das wird dann halt über 8 Stunden gehen. Weil wir daran richtig am Rätseln sind. So, Shaw Horn. Gemeinsam, Hüter. Ja, klapp ein. Dieser Gefallenen wissen zweifellos, wie sie uns auf Trab halten können. Shaw erzählt dir, dass Eremis seit einer Weile versucht, ihre alten Kameraden aus dem ehemaligen Haus der Teufel zu rekrutieren. Sie muss ziemlich verzweifelt sein, wenn sie sich jetzt persönlich darum kümmert. Offenbar hat sie einen loyalen Sergeant mitgebracht, Barkris, die Admantin und sie zur Verschaulichen der Schlagkraft ihrer Truppen mit Status ausgestattet. Shaw vermutet, dass der Sergeant im Kosmodrom geblieben ist, um sicherzustellen, dass die Teufel sich an ihrer Versprechen halten, nach Europa zu ziehen. Also da ist so ein Sergeant und der... Sieht schon, dass dein Visier kalibriert ist. Ja, und der will halt sicher gehen, dass die Gefallenen vom Haus des Teufels immer in Bewegung bleiben. Zu Europa immer kommen. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Sie gefallen in der Kluft im Kosmodrom und Informationen über den Aufenthaltsort von Barkris zusammen. Okay. Da ist die Kluft.
Dann geht's dahin. Da kann ich euch mal den Bogen zeigen. Also hier seht ihr, der ist doch nicht schlecht, oder? Also ich fand immer noch, der beste Bogen war den, den man in der Forsaken Story bekommen hat. Ich glaube, den kann man sich noch holen bei der Vorhut-Playlist. Digga, diese Mechzimmer, die sind so laut. Aber ich bin doch jetzt hier bei der Kluft, oder? Das ist doch die Kluft, ja. Aber warum zählt denn das jetzt noch nicht? Sie gefallen in der Kluft. Why? I didn't become my information. Ist ja wieder Betrug. Ich töte doch gerade die ganze Zeit Gefallene. Muss ich irgendeinen speziellen Gegner töten oder so? Steht halt nur, siege Gefallene in der Kluft. Aber es passiert nichts. Gut, ich hab genügend. So, Backes besiegen. Wo ist er denn? Ah, bei dem einen verlorenen Sektor, den man früher in Destiny 2 wirklich gesuchtet hat. Also, man ist da immer hingegangen, um XP zu farmen. Deswegen liebe ich diesen verlorenen Sektor, weil man ihn einfach schon auswendig kennt. Also man geht hier halt einfach runter, dann ist hier Barix, links. Wir haben herausgefunden, was Eramis im Kosmodrom gemacht hat. Links. Es ist das Haus der Teufel. Oder was davon übrig ist. Sie ruft nach Verstärkung. Natürlich. Die Teufel werden jedem von Eramis Befehlen folgen. Und davon gibt es noch viele. Wir haben sie zu einer alten Fabrik zurückverfolgt. Verhindert, dass sie Europa erreichen. Wir sind dabei. Was ich auch noch merke, diese Bogen, der hat Quickscope. Guckt euch an, wie schnell ich hier aus dem Scope komme und wieder reinkomme. Ich mag den Bogen halt wirklich. Aber man braucht Übung. Es ist halt echt nicht so einfach zu handeln. Aber das macht ja nichts. Oder? Nee. Ach, Digga, ich werde da hoch. Also, ich kenne den verlorenen Sektor schon auswendig. Das ist so einfach. Na komm, hier der letzte noch. Gott. Haben wir aufgeräumt. So, Backris. Wo ist er? Oh, ich habe direkt Stasis bekommen. Da ist er. Backris. Die Admiral Ninten. Eigentlich muss er doch immer so eine Bossleiste sein. Aber ich glaube, weil wir im verlorenen Sektor sind und nicht in der Mission, ist hier keine Leiste. Komm, weg mit euch! Schön vereisen.
Kann das aber sein, dass die Dunkelheit auch hier auf der Erde ist? Macht doch keinen Sinn. So, auch Backris ist Geschichte. Nice. Varix, Eramis wollte Europa mit Spinnenpanzern überschwemmen. Wir haben uns um die Verantwortlichen gekümmert. Ja, unsere Comms sind überfüllt von Klackern. Die Nachricht deines Erfolgs hat es bereits nach Europa geschafft. Eramis ist höchst unerfreut. Sie plant, mit weiterer Verstärkung zu reagieren. Den Vex. Den Vex? Wie? Auf Europa befindet sich ein weiteres dunkles Geheimnis. Ein Portal, gebaut von Clovis Bray, das direkt zu den Vex führt. Eramis will es aktivieren. Dann muss sie aufgehalten werden. Wir sind auf dem Weg. Ach, kann die nicht einfach chillen. Jetzt muss sie noch irgendeine Kacke hier machen. Nehmen wir den Revolver und dann nehmen wir den Raketenwerfer. Und wir müssen jetzt einen Strike abschließen. Und zwar den... Hier, der Spiegelkorridor. Verhindert, dass die alten mächtigen Vex aus dem Spiegelkorridor auf Europa entkommen. Auf Europa entkommen? Steht das da wirklich? Steht wirklich auf Europa entkommen? Varix, wir sind hier. Machen uns jetzt auf den Weg zu Eramis. Das Portal im Inneren. Es wurde in eurem goldenen Zeitalter erbaut, um die Vex zu studieren. Aber die Vex entkamen, ermordeten viele. Ihr müsst euch beeilen. Verwüstung ist alles, was uns bevorsteht, wenn Eramis dieses Portal öffnet. Wir sind dabei. Wir werden uns schon kümmern. Hallo, Lakai. Es ist keine Überraschung, dich hier zu finden. Eramis, du darfst das nicht tun. Ist dir unser Volk denn nicht wichtig? Viel wichtiger, als du denkst, Verräter. Wir sind keine Verräter. Du benutzt doch nicht die Dunkelheit. Ich will lieber das Licht haben. Nee, aber ich finde jetzt schon die neue Stasis, die man hier bekommt, viel, viel geiler als die normalen Lichtfähigkeiten. So, die haben halt einen viel, viel coolen Vibe. Die spielen sich auch sehr smooth. Okay, als Warlock hast du vielleicht Feuer, das Solar. Da kannst du ja den Brunnen da aktivieren. Der ist cool, aber irgendwie ansonsten gibt's nicht viel. Der die Elixni im Gefängnis der Alten gefoltert und ermordet hat. Varix ist... Ein Heuchler. Ja, ein Heuchler. Hier sterben sie wenigstens für eine Sache. Das tut er ja nicht mehr. Naja, aber außer Solar beim Warlock gibt's nicht viel. Ich meine, was hast du beim Jäger? So, es gibt keine besondere Fähigkeit für den Hunter. Du bist ein Monster, wenn du das tust. Ich bin kein Monster. Was ich tue, tue ich für die Zukunft unseres Volkes. Wenn du das Portal öffnest, dann tötest du sie alle. Viele werden sterben, ja. Aber noch mehr werden leben. Mein Aim ist wieder super. Ja, und für den Titan gibt es halt auch keine wirkliche Fähigkeit. Okay, man muss wirklich sagen, dass Void für den Titan gar nicht mal so schlecht ist, aber ansonsten halt auch wieder nichts Besseres. Okay, jetzt haben wir für
Light war halt auch noch eine neue Fähigkeit bekommen. Strength. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass sie beim Jäger sehr gut ist. Also so, Jäger, Strength, Warlock, erinnerst du dich? Solar wir waren und machtlos und konnten Titan nicht Stasis. Ich habe alles versucht, um das hinter mir zu lassen, um weiterzumachen. Aber in meinem Kopf konnte ich die Schreie der Sterbenden nicht zum Schweigen bringen. Aber dann hat sich die Dunkelheit gezeigt. Und ich habe sie mir genommen. Endlich, Varix. Endlich fühlte ich, dass ich etwas tun kann. Nenn mich ein Monster. Aber zweifle nicht daran, dass ich das alles nur für die Zukunft unseres Volkes tue. Naja, bisher hat sie ja noch nicht Leuten geschadet, die außerhalb von Europa leben. Das muss man ihr lassen. Eigentlich hätten wir auch einen Fick darauf gegeben. Also ich hätte einen Fick darauf gegeben. Würde es natürlich keine Belohnung mehr geben. Eramis war schon immer dreist, aber das... Das ist anders. Die Dunkelheit durchdringt ihren Verstand und ihre Sinne. Wir werden sie aufhalten, Varix. Wir müssen. Diese Klackgeräusche von Varix werden immer schlimmer. Jetzt macht er so hier. Wirklich so macht er. Eines Toten auch echt die geilste Exo, die ich bekommen habe. So, let's go, weiter. Mit dem Dream Team weiter geht's. Wirklich, mein Team ist so gut. Wir kommen hier so schnell voran. Jetzt kommen sie von oben. Ah, jetzt müssen wir auch noch alle töten, damit wir hier weiterkommen. Ist das lässig? So, dürfen wir jetzt bitte weiter? Gehen wir jetzt weiter? Hallo? Gibt hier noch einer? Ja, tatsächlich. Jetzt aber, ne? Endlich. Armer, törichter Lakai. Dieses Mal habe ich dich zu meinem gemacht. Da ist sie. Hi, Eremis. Ich muss euch an einem anderen Tag ausweichen. Wenn ihr es lebendig rausschafft. Natürlich, sie kann über. Sie kann einfach gehen. Ist hier toll. Na gut. Das Portal. Es ist offen. Scheiß drauf, wir können die trotzdem besiegen. Belmon, der transzendende Geist. Ihr habt erst. Transgender-Geist verstanden. Da
Digga, ich bin immer noch bei Jäger gewohnt. Gut, erstes Schild weg. So, wo ist er denn jetzt hin? Da zeigt er sich hier nicht. Jetzt kommt hier so eine kleine Harpune. Die Dinger sind auch so ekelhaft. Sollte alle rauf. Ah, ein Schild muss noch weg. Na komm, wo ist noch die kleine Harpune? Jetzt. Jawohl! Nice! So müssen wir jetzt eigentlich noch die Gegner töten. Ich dachte jetzt vorbei, nachdem wir den Bosskampf gekillt haben. Und der hier in der Ecke, der tut mir auch ein bisschen leid. So. Ist jetzt auch irgendwann mal vorbei. Ich durfte nicht mal die Kiste holen, wo die Items gerade. In unserer Welt herrschten Wohlstand und Frieden. So wie in eurem goldenen Zeitalter. Wir verehrten die große Maschine. Doch das Schicksal schlug zu. Mit einem Wirbelwind der Zerstörung. Die große Maschine entfloh dem Chaos und ließ uns alle zurück. Wie die meisten von uns war Eramis von Zorn erfüllt. Sie begann, sich ein neues Leben aufzubauen, fand eine neue Familie, geschmiedet aus Mut. Eramis war beseelt davon, zu zerstören, was uns verlassen hatte. Varix fürchtet um das Leben der Elixni. Unter der Führung von Eramis sind sie verloren. Wir alle müssen uns entscheiden. Eramis stellte sich selbst über ihr Volk. Wenn Eramis ihr Ziel erreicht, werden die große Maschine und alle, die ihr folgen, sterben. In der Dunkelheit existiert nur eine Wahrheit, der Tod. Das alle, wenn die ihren Traum folgen,
also die Dunkelheit zu bekommen, sterben sie. Ja, also, good job, guys. You have a nice dream. But your dream is most of death. Okay, genug Englisch. Oh, Lakai. In einem anderen Leben mögen wir Verbündete gewesen sein. Aber jetzt bedrohst du uns. Also habe ich keine andere Wahl, als die Dunkelheit zu benutzen, um jeden einzelnen deiner Art zu zerreißen und zu zerfetzen. Das werden wir nicht zulassen. Das werden wir nicht zulassen. Dieses... Junge, es ist so dumm. Dieses, ja, ich muss so richtig cringe darauf antworten. So kindlich. Okay, Leute, aber dann würde ich sagen, war es das hier mit der Folge. Und, ja, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ach, übrigens, die Folge wird wahrscheinlich am nächsten Tag rauskommen, deswegen... Ja, fragt euch nicht, warum es bei mir mitten in der Nacht ist. Gut, haut rein. Ciao, ciao.